Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Felix Unger und ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben, um sich eine Einführung zum Thema Musik machen mit GarageBand anzuschauen. In dem heutigen Workshop soll es darum gehen, aufzuzeigen, wie man die App GarageBand fächerübergreifend und ohne Vorkenntnisse im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern einsetzen kann. Ohne Vorkenntnisse heißt, dass weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrkräfte eine Vorbildung im Bereich Musik brauchen, also kein Instrument spielen müssen, keine Noten lesen müssen, nichts dergleichen. Ich bin Teil von Music in the Box, einem digitalen Bildungsprojekt, das ich mit meinem Kollegen Sebastian Birk gegründet habe. Wir setzen uns für anwendungsorientierte digitale Kreativbildung ein und geben Workshops und AGs für Schülerinnen und Schüler sowie Fortbildung für Lehrkräfte. Ich selber habe Musik studiert und arbeite auch noch als Musikproduzent und Tontechniker und gebe seit etwa 3 Jahren jetzt als Referent bundesweit mit verschiedenen Trägern an Schulen und Jugendkultureinrichtungen Workshops zu genau diesem Thema. Kurz zu Music in the Box. Wir haben mittlerweile an über 40 Schulen mehr als 1400 Schülerinnen und Schüler und Lehrer unterrichtet und gecoacht. Kreativität steht bei uns hier stets im Vordergrund. Das heißt, die Technik ist lediglich das Vehikel für die kreative Arbeit. Deshalb ist uns ein niederschwelliger Zugang zur Technik super wichtig. Wir wollen zeigen, dass man Musik gut niederschwellig umsetzen kann, wenn man mit digitalen Medien arbeitet. Das heißt, dass man Musik machen kann, ohne Vorkenntnisse darin zu besitzen. Die Ziele des heutigen Online-Seminars sind zum einen deshalb, Ihnen ein grundlegendes Verständnis von der Software GarageBand zu geben. Wir möchten Ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten dieses Tool Ihnen in der pädagogischen Arbeit bietet und auch kurze thematische und methodische Anregungen geben, die wir in der Erfahrung der letzten Jahre gesammelt haben. Dafür gucken wir uns doch jetzt direkt mal den genauen Ablauf unseres Workshops heute an. Unser Workshop ist aufgebaut wie ein Song. Wir bauen, wie bei einem Song auch, verschiedene Instrumentengruppen aufeinander und hoffen so, dass wir am Ende des Workshops einen fertig produzierten Track haben. Unser erstes Modul beschäftigt sich mit dem Rhythmus, also was ist eine Drum Machine, was ist ein Schlagzeug, wie kann ich das Ganze in GarageBand umsetzen. Beim zweiten Modul soll es darum gehen, Begleitinstrumente zu unserem Schlagzeug aufzunehmen, also was für Instrumente gibt es, wo kann ich diese finden und vor allem, wie kann ich diese einspielen. Das dritte Modul ist die Melodie und hier werden wir eine kurze Gesangsaufnahme machen, direkt mit dem iPad, und ich will Ihnen zeigen, wie Sie diese Aufnahme direkt in GarageBand bearbeiten können. Im letzten Modul, im vierten, geht es um die Live-Loops. Die Live-Loops sind GarageBands Ansatz an elektronische Musik, könnte man sagen. Also es geht darum, wie kann ich einen Techno-Beat erstellen, wie kann ich einen Hip-Hop-Beat erstellen. GarageBand hat eine super einfache Lösung und auch die will ich Ihnen heute in dem Workshop näher bringen. Kommen wir also zum ersten Modul, unserem Schlagzeugmodul. Wie funktioniert eigentlich ein Schlagzeug? Hier soll es jetzt nicht nur darum gehen, wie man in GarageBand ein normales Schlagzeug programmiert, sondern was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, Drums, im Englischen heißt es ja Drums, also alle möglichen Rhythmuselemente, Percussion-Elemente in den Song reinzubringen, selber zu komponieren, aufzunehmen und zu produzieren. Hierfür gehen wir jetzt als allererstes mal direkt in GarageBand. Wir wollen jetzt als allererstes mal ein neues Projekt machen. Dann gehen wir hier oben auf das kleine Plus. Und hier kommen wir jetzt, gibt es jetzt verschiedene Instrumenten-Widgets, also Instrumentenarten. Wir gehen jetzt als allererstes mal auf unser Drummer-Modul. Erstellen Grooves und Beats mit Hilfe eines virtuellen Drummers. Okay, wir können da mal draufklicken. Wir wählen jetzt akustisch aus, weil wir fangen mit akustischem Schlagzeug vielleicht an. Gut, und jetzt sind wir hier in der Übersicht. Hier oben sieht man unsere Timeline. Und hier ist mein Cursor, mit dem ich mich in meiner Timeline navigieren kann. So lang ist bis jetzt mein ganzer Song. Man sieht hier die Takte, erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt, vierter Takt etc. 8 Takte und wenn es am Ende ist, geht es wieder von vorn los. Hier oben kann ich auf Play drücken. Play sagt, hier geht's los. Hier gehe ich wieder in den Anfang. Und hier befindet sich normalerweise mein Lautstärke-Button, der ist jetzt ganz unten, nicht wundern, weil ich das Ganze auf meinem Computer spiegel, um das aufzunehmen. Normalerweise ist er hier und man kann den ganz normal bedienen. Wenn ich jetzt auf Play drücke, gucken wir mal, was passiert. Okay, super. Ich höre schon ein kleiner Schlagzeugbeat. Ich kann wieder auf Stopp drücken. Also mit dem Cursor kann ich immer bestimmen, von wo es losgeht. Wir wollen ja von Anfang. Wir gehen nochmal zum Anfang. Was wir jetzt hier sehen,
hier ist mein Schlagzeug und mein Schlagzeug hat eine Region. Also irgendwas wird in meiner Schlagzeugspur gespielt. Wie kann ich jetzt einstellen, was in meiner Schlagzeugspur gespielt wird? Dafür gehe ich jetzt hier in mein Instrument rein. Der Schlagzeuger, der gerade spielt, heißt Kyle. Und hier sehe ich Kyles Schlagzeug und ich kann Kyles Schlagzeug jetzt meinen eigenen Bedürfnissen nach anpassen. Zum Beispiel kann ich sagen, Kyle, spiel mal denselben Beat, den du gerade gespielt hast, einfach ohne die Bassdrum. Und ich klicke einfach auf die Bassdrum drauf. Jetzt können wir mal anhören. Okay. Wir sehen keine Bassdrum. Ich kann sie wieder anmachen. Bassdrum wieder da. Das geht auch live. Nur Bassdrum. Okay, so kann ich relativ schnell einen kleinen Schlagzeugbeat bauen. Ich kann den jetzt hier in der linken Seite verschieben, dass ich ihn zum Beispiel lauter haben will. Ich will ihn ein bisschen leiser haben. Ich will ihn komplexere Figuren oder einfachere Figuren. Hier kann ich auch noch verschiedene Patterns einstellen, da am besten einfach mal selber ausprobieren. Es gibt aber hier an der linken Seite auch sogenannte Presets. Presets sind Voreinstellungen, eine ganz typische Sache. Das sind alle die Voreinstellungen, die vorgefertigten Beats, die Kyle spielen kann. Zum Beispiel Echo Park. Ganz anderer Beat. Oder Ocean Boulevard. Cool. So kann ich schnell verschiedene Beats spielen. Ich kann aber auch sagen, ich will jetzt nicht nur Kyle als Schlagzeuger haben, sondern hier gibt es noch verschiedene akustische Schlagzeuger. Hier Logan zum Beispiel, der spielt Retro-Rock. Da sehe ich eher in die Pop-Rock-Richtung. Aber es gibt auch elektronische Sachen, wie zum Beispiel Jasper macht Dubstep, Magnus eher EDM. Wir können ja mal Magnus probieren. Gehen wir wieder an den Anfang und drücken wieder ganz einfach auf Play. Okay, und wir hören schon, Magnus spielt eher elektronischere Musik. Cool. Ich mach mal Stopp und jetzt kann ich natürlich wieder hier Magnus einfach ganz genau so einstellen, wie ich ihn haben will. Ich kann andere Beats einstellen. Okay, cool. Und so kann ich jetzt auch, das ist jetzt ein ganz anderer Beat, anderer Rhythmus. Wenn ich jetzt sagen will, Magnus spiel doch mal zwei Beats, kann ich auch in die Mitte hier reingehen. Jetzt mache ich einen Doppelklick auf die Spur, gehe hier auf Teilen, nehme die Schere und ziehe sie nach unten. Ich schneide meine Region durch und jetzt habe ich zwei verschiedene Regionen, die ich auch von der Länge hier anpassen kann. Ich mache mal eine kleine Pause rein. In dem ersten soll er Nightlife spielen, in dem zweiten soll er Flashing Lights zum Beispiel spielen, aber mit noch einem Shaker. Hören wir mal rein. Wieder auf Play drücken, mit dem Cursor dahin gehen, wo man will. Auf Play drücken. Cool. Und da ist der kleine Wechsel. So einfach ist das. Soweit erstmal zum Schlagzeug. Ich kann jetzt, wenn ich will, das so lassen, kann hier auf der linken Seite in mein sogenanntes Arrangement-Fenster gehen. Also nochmal, hier ist mein Instrument. Hier kann ich wieder in das Instrument reingehen. Hier gehe ich in mein Arrangement-Fenster und kann jetzt hier unten auf Plus neue Instrumente hinzufügen. Willkommen zurück in der Präsentation. Wir kommen jetzt also zu den weiteren Instrumenten, zu unseren Begleitinstrumenten. Hier soll jetzt die Frage beantwortet werden, wie füge ich noch weitere Instrumente hinzu und was spielen diese eigentlich? Beziehungsweise viel wichtiger ist, wie spiele ich diese eigentlich? Wie können wir jetzt niederschwellig unserem Stück, so Instrumente wie hier auf dem Bild zu sehen, Klavier, Bläser, Streicher, Harfen etc. hinzufügen? Ein Hauptproblem, was mit den Begleitinstrumenten immer wieder auftritt, ist, dass es jetzt nicht mehr einfach nur eine Trommel ist, sondern ein Instrument, was viele verschiedene Töne spielen kann. Das Problem ist jetzt aber, Musik muss harmonisch klingen, oder? Musik folgt immer gewissen Regeln. Dieses Regelwerk nennt sich Harmonielehre und bestimmt, welche Töne miteinander gut, also harmonisch klingen. Wie können jetzt Schülerinnen und Schüler oder auch Lehrkräfte, die noch nie davor sich mit Harmonielehre, mit Notationen, mit Tönen auseinandergesetzt haben und selber gar kein Instrument spielen können,
Wie können diese Schülerinnen und Schüler jetzt trotzdem digital Musik machen? Das ist eine wichtige Frage und wir können sie jetzt direkt in GarageBand beantworten. Okay, wir sind wieder zurück in unserem Projekt von vorher. Und jetzt kann ich hier unten auf Plus ein weiteres Instrument hinzufügen. Also, wir haben ja vorher schon ein bisschen überlegt, was wir so reinhaben wollen. Hier gibt es eine große Auswahl. Gitarren, Bässe, hier sind Bässe, Streicher. Wir fangen mal mit dem ganz grundlegenden Instrument an, nämlich einem Keyboard. Ich klicke mal hier und bin jetzt in meiner Instrumentenübersicht. Hier unten sehe ich meine Klaviatur, in dem Fall eine Oktave, und kann jetzt hier, indem ich einfach auf die Tasten draufklicke, digital ein Piano spielen. Das Problem ist jetzt, dass viele Schülerinnen und Schüler noch nie ein Klavier gesehen haben. Naja, nicht ganz so schlimm, aber auf jeden Fall noch nie auf einem gespielt haben und auch nicht genau wissen, welche Töne jetzt gut zueinander passen. Dafür gibt es jetzt die Smart Chord Funktion von GarageBand. Die kann ich hier auswählen. Und jetzt bin ich in einer anderen Spielansicht. Es ist immer noch das Klavier als Instrument ausgewählt, aber ich habe jetzt nicht mehr meine Klaviatur, sondern ich habe hier sogenannte Akkordblöcke. Wenn ich jetzt hier auf so einen Akkordblock klicke, werden mir nicht mehr die einzelnen Töne gespielt, sondern die kompletten Akkorde. Also zum Beispiel ein C-Dur-Akkord, ein A-Moll-Akkord. Den Musikkennern unter Ihnen ist natürlich schon aufgefallen. Was wir hier sehen, sind einfach die diatonischen Stufenakkorde einer Tonart. Alle sieben sind dabei und eine kleine Modulation. Wenn mir die Tonart nicht gefällt, kann ich hier oben einfach meine Tonart umändern und irgendeine andere Tonart in Dur oder in Moll auswählen. Ich kann jetzt, wenn ich die Akkorde nicht so selber spielen will, auch einfach via Autoplay, das ist dieses Rädchen hier, mir die Akkorde von GarageBand selber automatisch spielen lassen. Dazu wähle ich einfach mal den Algorithmus Nummer 1 aus und klicke hier auf mein C-Dur-Symbol. Das ist mir ein bisschen zu schnell. Ich gehe wieder auf mein Rädchen, wähle jetzt Tempo und mache hier einfach mal, sagen wir mal 105, weil es so eine schön ungerade Zahl ist, und kann jetzt meine eigene kleine Akkordfolge über mein Stück aufnehmen. Wenn ich das Rädchen hier verdrehe, kommen einfach verschiedene Varianten, wie GarageBand den Akkord spielt. Aber ich bleibe mal in der ersten Version. Jetzt können wir hier oben auf den roten Punkt klicken, der, kennt ja eigentlich jeder, für Aufnahme steht. Wenn ich hier klicke, zählt GarageBand mir einen Takt vor, via diesem Metronom, und dann muss ich einfach nur klicken und kann so mein eigenes kleines Stück aufnehmen. Also probieren wir das Ganze doch direkt mal aus. Eins. Cool, super. Wenn ich in mein Arrangement-Fenster gehe, sehe ich jetzt hier, hat GarageBand für mein Piano eine neue Region erstellt und hier befindet sich jetzt genau das, was ich gerade eingespielt habe. Wenn wir jetzt sagen, Schlagzeug ist uns ein bisschen zu laut, können wir es ein bisschen in der Lautstärke noch verändern. Cool, gefällt mir aber gut. Jetzt kann ich direkt via Plus noch ein weiteres Instrument hinzufügen. In unserem Fall, denke ich, würden vielleicht ganz gut Streicher noch dazu passen. Ich gehe mal hier auf Streicher. Und jetzt sehe ich schon, habe ich hier mein eigenes kleines Streichensemble. Hier wieder mein Autoplay. Und ich bin direkt in meinen Akkorden drin. Ich kann natürlich auch Noten spielen.
Naja, aber ich bin nun leider wirklich kein Streicher. Deswegen gehe ich wieder in meine Akkorde. Und zack, bin ich wieder in meinen diatonischen Stufenakkorden drin und kann eigentlich wieder keine Fehler machen. Da werde sogar ich zum Streicher. Ich gehe jetzt hier wieder mal auf Autoplay und guck mal, was mir die Streicher hier so zu bieten haben. Pizzicato, naja, gefällt mir vielleicht nicht so gut. Ich gehe mal auf Chord Nummer 2. Das gefällt mir schon viel besser. Das nehme ich doch direkt mal auf. Und jetzt, wenn ich in mein Arrangement-Fenster sehe, habe ich hier mein eigenes kleines Streichorchester. Ich kann jetzt hier einfach zu unserem Stück natürlich noch unendlich viel weitere Instrumente hinzufügen. Hier unter Keyboard gibt es auch solche Sounds. Naja, gut, aber ich denke, das passt vielleicht nicht ganz so gut zu unserem Klavier und zu unseren Streichern. Das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Damit gehen wir noch einmal in unser Arrangement-Fenster, gucken uns unser Stück nochmal an und ich denke, wir sind bereit, zu unseren Begleitinstrumenten und unserem Schlagzeug eine Melodie hinzuzufügen. Wie nehme ich jetzt meine eigene Stimme auf? Oder jedes andere Instrument. Wir brauchen jetzt natürlich als allererstes mal irgendein Mikrofon. Wir brauchen irgendein Device, mit dem wir die Signale von außen aufnehmen können. In meinem Fall ist das jetzt einfach das integrierte Mikrofon von meinem iPad. Aber mein Mikrofon, beziehungsweise jedes Mikrofon in einem iPad befindet sich immer direkt hier, genau gegenüber vom Home-Button. Und hier unten haben Sie Ihren Kopfhörerausgang. Ich habe schon ganze Projekte mit Schulklassen rein mit ganz billigen Mikrofonen gemacht, weil letztendlich kommt es viel mehr auf den Inhalt und die Aufnahmebedingungen an, als auf das eigentliche Mikrofon. Um Ihnen das zu demonstrieren, kann ich einfach mal von meinem Sprechermikrofon, was zwar ein bisschen besseres Mikrofon ist, aber wenn ich einfach mal hier weggehe und so ein bisschen weiter weg in mein Mikrofon reinspreche, merken Sie sofort, wie die Qualität deutlich nachlässt, obwohl es immer noch genau dasselbe Mikrofon ist. Also, ich kann einfach empfehlen, schön nah ans Mikrofon rangehen, dafür sorgen, dass nicht zu viel Raumklang drauf ist und einen guten Inhalt haben, dann wird aus dem billigsten Mikrofon direkt ein sehr teures Studiomikrofon. Wir gehen jetzt direkt mal in GarageBand und probieren das Ganze in der Praxis aus. Okay, willkommen zurück in meinem kleinen Projekt. Alles wie gehabt. Den hier brauchen wir nicht mehr. Können wir mal hier löschen. Jetzt gehen wir mal wieder auf Plus. Wir fügen ein neues Instrument hinzu. Und können jetzt hier unter dem Reiter Audio Recorder unsere eigene Stimme aufnehmen. Hier auf der linken Seite sieht man unseren Input und hier unseren Output, wie viel wieder rauskommt. Wenn wir den Song abspielen und gleichzeitig einsingen, also gleichzeitig aufnehmen, müssen wir natürlich Kopfhörer aufziehen, weil wenn wir keine Kopfhörer aufziehen, nimmt das integrierte Mikrofon natürlich auch alles, was von den integrierten Lautsprechern des iPads kommt, also unser Song, den wir bis jetzt komponiert haben, direkt wieder mit auf. Dann haben wir ganz viel Übersprechen in unserem Mikrofon und es klingt nicht besonders gut. Nachdem wir uns das jetzt alles angeguckt haben, können wir jetzt direkt unsere erste Testaufnahme starten. Dafür gehen wir einfach wieder hier auf Record und ich probiere mal, ein kleines Stück einzusingen. Jetzt schau mal her, ich zeige dir jetzt hier, wie GarageBand so funktioniert. Ich mach einen kleinen Soundcheck. Einen Sound. Okay, gar nicht so schlecht. Ich glaube, für uns reicht es jetzt erstmal. Wir gehen mal zurück in unser Arrangement-Fenster. Gut, wir sehen hier schon, hier ist meine Spur. Wir hören uns die ganze mal isoliert an und dafür klicken wir auf diesen kleinen Kopfhörer. Das ist der Solo-Button. Jetzt hören wir nur die Stimme.
Jetzt schau mal her, ich zeige dir jetzt hier. Super, gefällt mir schon ganz gut. Jetzt hören wir mal, wie das Ganze im Kontext klingt. Ich mach's mal direkt ein bisschen lauter, weil ich könnte mir vorstellen, das ist zu leise. Jetzt schau mal her, ich zeige dir jetzt hier, wie GarageBand so funktioniert. Cool. Ich gehe mal hier auf die Lead Vocals, also auf meine Stimme, und kann mal gucken, was ich jetzt an meiner Stimme noch ein bisschen verändern kann. Wenn wir hier draufklicken, kommen wir auch, wie bei den anderen Instrumenten, in Presets. Es gibt jetzt hier verschiedene Voreinstellungen, die die Stimme ein bisschen besser klingen lassen. Aber ich finde Lead Vocals gar nicht so schlecht. Ich gehe mal auf Fertig. Ich kann hier den Ton, damit kann ich das Ganze ein bisschen heller oder dunkler machen, kann so ein bisschen Autotune reinmachen und, wie man vorher schon gehört hat, ein bisschen Hall vielleicht drauf machen. Ich gehe mal zum Anfang, mal gucken. Jetzt schau mal her. Cool. Ich zeige dir jetzt. Es gibt jetzt hier natürlich auch den Reiter Spaß. Hier, man sieht schon, dass er ein bisschen kindgerechter ist, vor allem gut für jüngere Schüler. Weil hier kann ich jetzt. Jetzt schau mal her. Oh. Ich zeige dir. So kann ich hier ganz verschiedene Effekte einstellen. Was bei den Schülerinnen und Schülern vor allem derzeit ja viel gefragt ist, ist der gute alte Autotune. Kein Deutschrap-Song ohne Autotune. Hier gibt es das vorgefertigte Preset Extreme Tuning. Und damit kriege ich zum Beispiel genau diesen Effekt. Wenn mir mein Song so zu kurz ist, kann ich auch einfach hier oben auf mein Plus gehen. Und aus meinem Abschnitt A einfach 39 Takte machen. Das bringt uns eigentlich auch direkt zu unserem letzten Modul, den sogenannten Live Loops. Die Live Loops sind GarageBands Antwort auf die elektronische Musik. Musikrichtungen, die oft gefragt werden im Unterricht und die natürlich auch den musikalischen Alltag vieler Schülerinnen und Schüler massiv bestimmen. Ich finde, deswegen sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen und GarageBand bietet hier eine super einfache und niederschwellige Methode. Ich füge jetzt ein neues Projekt hinzu, indem ich hier, wie gehabt, auf Plus gehe und wähle jetzt hier nicht eins von den traditionellen Instrumenten aus, sondern hier oben die sogenannten Live Loops. Jetzt kann ich mir hier eine der verfügbaren Musikrichtungen aussuchen oder unter der Sound Library auch mal gucken, was ich dann für neue Musikrichtungen noch finde. Ich nehme aber eine vorgefertigte und jetzt mal ganz klassisch, weil es mir gut gefällt, einfach hier Chill. Und jetzt, nachdem das Ganze geladen hat, bin ich in einer vollkommen anderen Oberfläche als die, die ich bis jetzt gewohnt bin. Wenn ich jetzt hier aufziehe, sehe ich hier auf der linken Seite wieder einfach Instrumente. Diesmal alles elektronische Instrumente. Also hier Drum Machines, Beats, hier kommt Synthesizer. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Beats gehe, sehe ich hier auf der rechten Seite schon von Apple mitgelieferte Loops. Was meine ich damit? Diese blauen Kästchen sind alles vorgefertigte kleine Schlagzeugschleifen, die durchproduziert sind, genau im Takt gut klingen. Ich kann das Ganze mal abspielen, zum Beispiel auf Beats wähle ich mal diese kleine Schleife hier aus, diesen kleinen Loop. Okay, cool. Klingt doch gar nicht so schlecht. Wenn ich nochmal draufklicke, hört sie auf. Ich kann auch die hier ausprobieren. Auch nicht schlecht. Oder die hier. Natürlich kann dieses Instrument immer nur eine kleine Schleife, einen kleinen Loop, gleichzeitig abspielen. Ich kann jetzt aber zu diesem Beat noch andere Loops hinzufügen, wie zum Beispiel diesen hier. Und wenn ich will, diesen hier auch noch. Wenn ich nochmal draufklicke, hören sie wieder auf. Wie man jetzt schon gemerkt hat, synkt GarageBand die verschiedenen Drum Loops automatisch. Das bedeutet, man kann auch hier wieder keine Fehler machen. Jetzt kann ich hier zu dem Schlagzeug natürlich noch Harmonieinstrumente hinzufügen. Wie zum Beispiel hier unter Chill Chords
Synthesizer-Sounds. Cool. Der gefällt mir gut. Jetzt kann ich die Sachen mal übereinander layern und guck mal, beziehungsweise hör mal, wie es miteinander klingt. Natürlich fehlt mir jetzt ein bisschen die Zeit, hier durch alle verschiedenen Sounds durchzugehen. Das können Sie einfach zu Hause selber ausprobieren. Interessant ist aber auch hier wieder, dass ich auch bei den Harmonieinstrumenten keine Fehler machen kann. Ich habe das Ganze schon mit Drittklässlern ausprobiert, sogar mit Zweitklässlern. Und auch die können es gut umsetzen, können sich da reinfühlen und können hier ihren einen kleinen Song komponieren. Wenn ich jetzt meine eigenen Loops rausgesucht habe, guckt, was gefällt mir, was kann ich wie aufbauen, was kann ich wo integrieren, kann ich das Ganze direkt auch wieder aufnehmen. Dann kann ich hier auf den roten Button gehen und spiele mal das Stück, was ich mir gerade aus den Loops erdacht habe. Okay, cool. So habe ich direkt ein kleines Stück komponiert. Wenn ich jetzt auf mein Arrangement-Fenster gehe, sehen wir, wie vorher bin ich wieder in meiner normalen Ansicht. Ganz wichtig, falls ich einen Fehler mache, kann ich hier auf rückgängig machen und so den Fehler korrigieren. Jetzt kann ich zu diesem kleinen Stück, was ich hier komponiert habe, natürlich noch A, andere Instrumente hinzufügen und ich kann natürlich B, auch dieses Stück genau wie ich will bearbeiten, verschieben, neu arrangieren und umändern. Mein Song ist fertig. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu tun, außer, klar, natürlich, ich muss das jetzt nur richtig abspeichern. Ich sehe hier meinen Song. Wenn ich jetzt lang gedrückt halte, kann ich hier auf Umbenennen gehen und meinen Song benennen, wie ich will. Kann es nochmal lang draufhalten und ihn hier jetzt teilen per Klingelton. Ich kann das Projekt verschicken oder den Song in mittlerer, geringer oder hoher Qualität exportieren und ihn mir dann per Mail, per Nachricht oder per AirDrop oder natürlich per WhatsApp oder was auch immer irgendwo hinschicken. Gut, und damit kommen wir auch schon zum Ende unseres kurzen Exkurses in die GarageBand-Welt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen für Ihre pädagogische Arbeit oder vielleicht einfach auch nur für sich. Bloß keine Angst vor Fehlern haben. Ich weiß, es ist eine große App. Es gibt viele verschiedene Knöpfe, aber einfach ganz langsam, eins nach dem anderen. Wir dürfen nicht vergessen, am Ende machen wir hier Kunst und in der Kunst gibt es nun mal keine Fehler. Falls Sie diesen Kurs hilfreich fanden, schauen Sie auch gerne mal auf unserer Website oder unserem Instagram-Kanal vorbei. Hier finden Sie Infos zu weiteren Kursen, die wir für Jugendliche, aber auch für Lehrkräfte und Pädagoginnen bundesweit anbieten. Das Ganze natürlich in Online-Form und hoffentlich auch bald wieder als Präsenzworkshops. Für mehr Infos oder ein Handout schreiben Sie uns bitte gerne eine Mail. Und wenn Sie weiter auf dem Laufenden bleiben wollen zum Thema digitale Kreativbildung, können Sie auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Den finden Sie hier über den QR-Code oder den unten eingeblendeten Link. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ich hoffe, Sie hatten Spaß und bis bald. Tschüss.